Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Fachvideo. Heute für Masseure, Akupunkteure, Akupresseure, Leute mit Verspannungen und sonstige leicht Beschädigte. Willkommen zum neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Willkommen, Messerjunkies. Ne? Messerjunkies kennt ihr nicht? Das ist euer Pech. Wenn ihr die nicht kennt, Facebook-Gruppe. Wenn ihr die nicht kennt, ihr könnt die auch nicht finden, das ist eine geheime Gruppe. Die Elite der Messergruppen. So, und der Führer dieser Elite-Gruppe hat mir heute dieses wunderbare Machtinstrument geliehen. Gehen wir erstmal runter, Tabletop, und gucken uns mal die Daten an. Haben wir die Daten da? Und dann gucken wir mal nach der Daten da. Duh. So, wiegen tut das Schätzchen hier, da ich über Kopf mache, 184 Gramm. Länge 17,5 und Durchmesser an der stärksten Stelle 22,9 mm. Hier in der Griffmulde sind wir bei 17,818. Und hier vorne, naja, vor 0, das lohnt sich ja gar nicht. 10,3. Also das zum Essen, weil der Spaß fängt ja hier vorne an. So muss das gesagt sein. Die schwarzen Teile hatte ich zuerst identifiziert als Bakelit, was nicht stimmt. Übrigens, handmade bei Makromann. Link packe ich in die Beschreibung. Der Mann ist Messermacher, Mitglied der Deutschen Messergilde. Ja? Und das ist halt ein Teil zum Massieren. Manche sagen, es ist ein Druckpunktverstärker. Irgendwo ist es das wohl auch. Ja? Aber es ist für Tiefenmassage geeignet. Ja? Für kleine Ferkelchen ist das optimaler Buttplug. Ja? Oder was auch immer. Also, es ist kein Baklet, es ist Coria, C-O-R-I-A. Das wird gerne verwendet im Küchenbau für antibakterielle Arbeitsplatten. Ja, schön, oder? Und das hier ist Messing, das sind Messing-Scheiben. Hier hat der Marc alles selber gemacht. Wir haben hier die Spitze, dann ist hier gefräst, dann kommt hier eine Messingstange durch, wo halt die einzelnen Teile draufgesetzt werden. Man sieht es hier, ist noch ein bisschen ein kleiner, minimaler Spalt, den muss man aber wirklich suchen, um ihn zu finden. Stück, Coria, dann Messing, Coria, Messing, da, lila, la, la, la. Und dann oben kommt der Stöpsel vom Buttplug drauf. Und hier seht ihr, dann schön plan beigeschliffen, das hier drin. Der durchgehende Erl ist. So, also. Allein das Ding anzugucken, ist schon. Ne? Also, er sagt, das ist so zum Tiefenmassage. Das verstehe ich. Das löst Spannungen, ne? Verspannungen, Spannungen aller Art. Ja? Man muss halt nur den richtigen Druck finden. Und ja, ich finde das Ding gut. Ich habe gerade eben noch mit Marc gesprochen. Wir hatten übrigens eine kleine IWA-WG mit dem Seba Russo und mit Michael Volk. Und er hat gesagt, gib mal mit, weil ich fand das Ding gut. Ja, also für jeden was für geeignet, in welcher Art und Weise auch immer. Also Custom-Made Massagestab. Nicht mit Batterie betrieben, da arbeitet der Marc dran. Ja, aber spendet Freude, Verspannung löst es und manchmal spendet es auch Dunkelheit. Ja? Und das Custom gemacht ist, kann man den Mark. Das Grundstück kostet, also das Standard Spaßteil, ja? Funny Gear, kostet ohne diese Night Eyes Scheide. Du steckst den Buttplug in die Scheide, ist Schweinerei, oder?
kostet 80 Euro, ja, kann nach Art und Weise oder nach Vorgaben dem Markt genannt werden, dann macht er euch eins, wie ihr das haben wollt. Das ist ein Ding, das hat nicht jeder, ja? Und sag mal, das kannst du wirklich benutzen, um Verspannung zu lösen und Spannung sonstiger Art. So, und ich sag, Link ist in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen. Marc, schönen Dank fürs zur Verfügung stellen. Aber jetzt so ein kleines bisschen Spaß wollte ich ja doch noch damit haben. Na komm. Ja, das kann was. So, den Buttplug in die Scheide. Ihr wisst schon. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Mario, schwenkt du. Tschüss, ab und schwenkt die Kappe. Und hi, Messer Junkies.